Aber ihr wollt bitte immer nur diese Anime-Kugeln. Nein. Ich muss irgendwie doch mal ein bisschen mehr Anime gucken. Zumindest ein. Das, was mich interessiert. Die ganzen Studio Ghibli-Filme nachgucken. Nachholen. Die mir noch fällen. Evidence! Hat was zu sagen? LAPD. Can you tell me anything about the fire next door? Terrible luck. Der Death Note, den will ich noch gucken. Imagine after having won that weekend away. What's your name, sir? Foreman. Dudley Foreman. Dudley Dursley. Did you see or hear anything that might have... Look, we were asleep when we heard the explosion. Guckt nach oben. Ich habe 5 Intuitionen. Lol, man hat für das letzte Level einfach 4 Intuitionen bekommen. Geil. Evidence! Ich mach anzweifeln. You didn't like Morelli, did you? Some neighbors you get along with, some you don't. Guess they should have sold up. What do you mean? They're knocking down all these old houses and building a new subdivision for GIs. Morelli was being difficult. You said someone is knocking these houses down? Elysian Fields. You must know them. They're billboards. That Monroe character beaming down at you. We've had an offer for the house. Did the Morellis want to sell? I don't know. I don't know. Anzweifeln, oder? Whatever you thought of Morelli, his whole family is dead. They couldn't have all deserved that. I want you to help me here, Foreman. Morelli was pig-headed. He built the house himself. He didn't want to sell. Stubborn fool was ruining it for all of us. Ich versuch... Und wie du regst dich über einen schwarzen Error. Das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Das regt voll viele auf. Das stört mich halt überhaupt nicht. Ich sag dazu gleich nochmal was, wenn ich hier fertig bin. You said the Morellis had won a weekend away. To Catalina Island? Yeah, that's right. First thing I thought after the explosion was, thank goodness they was away. Then I find out they were still in there. Who was running the competition? What? I don't know. Anzweifeln? I need more, Mr. Foreman. Tell me what you know about the Suburban Redevelopment Fund. I know nothing about it. I've never heard of them. Sad but true. Okay, wenn du guckst, denk nicht an den Anime, sonst machst du den Film kaputt. Spielt die Rolle schon cool. Die Sache ist halt die, dass ich ich habe den Manga gelesen, ne? Und ja, ich habe nicht den Anime gesehen, sondern den Manga gelesen, so wie irgendwie kein anderer Mensch auf der Welt, habe ich das Gefühl. Und so Zähre ins Stummel. Ja gut, und ach so. Ah, cool. Ich wollte gerade sagen, ne? Das wäre jetzt irgendwie von dem Typen hier vielleicht in seiner Bude. Ah, und das. Interessant. Weil statt dass es vielleicht der Typ hier der Besitzer war, ne? Ich meine, wir sind hier auf dem Nachbarsgrundstück. Naja. Wenn Tim nicht will, ich kenne noch wen, der Lust drauf hat. Hi! Mücke. Das war Luigi's Mansion Musik. Was ich halt auch wieder, es ist schrecklich, dass ich wieder nicht richtig spiele jetzt, ne, weil ich wieder hier lese und so, es ist schlimm. Ich hasse es. Ja, wie gesagt, ich habe den Manga gelesen, von daher weiß ich, was mich erwartet, beziehungsweise, es ist halt ein US-Remake. Ich meine, der hat ja allein Light, der hat einen Nachnamen, habe ich schon gesehen, wie Turner, glaube ich, ne. Und es soll ja keine 1:1 Umsetzung sein, es ist ja wirklich was anderes. Ich finde es lustig, wie du Hi sagst, deswegen Hi. Es soll ja wirklich was anderes sein, es ist sowas anderes und das ist auch okay. Die Sache ist die, ich versuche es halt, oder ich denke, es ist halt nicht leicht, wenn man halt Death Note kennt, das irgendwie objektiv zu betrachten und es nicht mit dem Manga zu vergleichen oder dem Anime. Man kann es versuchen, aber es leider, ich denke, also ohne ihn gesehen zu haben, bin ich mir sicher, dass ich ihn nicht mögen werde. Und deswegen, weil Light, allein aus den Trailern heraus, so ein Weicher ist. Und allgemein die ganzen Charaktere vermutlich... Ich kann es halt nicht sagen, aber ich denke mal, nicht gut sein werden, weil Light war halt im Original, jetzt vergleiche ich es halt natürlich, ne? Er war halt im Original dieser
skrupellose Wichser, kann man einfach mal sagen, ne, der einfach sogar, Achtung, Spoiler, seinen eigenen Vater umgebracht haben im Endeffekt, um nicht aufzufliegen oder umbringen hat lassen, ne? Und hier wirkt es halt so, keine Ahnung, wie so ein jämmerlicher Linkin Park-Hörer, der, keine Ahnung, nur seine Freundin retten will. Ich glaube, irgendwie so ist das da auch, ne? Und das ist halt, das Problem ist halt nicht mal unbedingt, dass es nicht ist wie im Original, sondern es ist einfach diese Story, dieses, der Typ, leid, ist so ein jämmerlicher Typ und will seine Freundin retten, dass einfach dieses, diese, wie, oh, ich weiß nicht, wie man das nennt, dieser Charakter, das einfach scheiße ist. Ich weiß nicht, ob es 1:1 so ist, aber aus den Trailern heraus sah es so aus. Und ich habe alle gesehen. Und, naja, ich gucke mir den Film auf jeden Fall irgendwie demnächst mal an. Und dann wird sich wahrscheinlich meine Vermutung bewahrheiten. So, jetzt mal Dinge tun. Was tust du hier? Okay, noch mehr an Nachbarn. Kein Problem, meine Freunde. Ich muss jetzt echt mal hier, also sorry, ich muss das Spiel jetzt echt mal ein bisschen weiterspielen. Ich will das Scheißspiel nächstes Mal durchspielen. Das war eigentlich mein Plan. Aber wenn wir hier wieder die ganze Folge nur für einen Fall brauchen, dann weine ich. Warum sind hier keine Leute? Herr Turner, ich habe es objektiv geguckt. Lohnt sich aber zu gucken, einfach sehen und dann nochmal über Leid nachdenken. Ja, wie gesagt, ich gebe dem eine Chance. Also ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Ich denke, ich werde ihn auch nicht komplett scheiße finden. Aber ich glaube, ich werde ihn auch nicht allzu gut finden. Hier sind keine Nachbarn mehr, ihr Wichser. Ich denke mal nicht, dass sie bis... Oh, so, oder die Leute, die hier stehen. Ich denke mal nicht, dass sie bis zum anderen Ende der Straße laufen soll. Sie sieht ein bisschen aus wie Ryan Gosling in Schwarz. Oder in dunkler. Den Typen habe ich jetzt befragt. Den kann ich nicht mehr viel machen. Ah, ich weine. Hä? Geht er noch weiter? Was ist das für eine Scheiße? Wegen der Sache. Okay, dann war die Funktion eben wahrscheinlich noch nicht da. Beat up hat and no hair. I thought he was the pest exterminator guy who was working around here the last few days. But that guy had hair. Thanks for your time, Mr. Foreman. Sure. Hey, if you're interested, I have one of those competition flyers in the kitchen. I could get it for you if you like. That would be great. Any luck, Cole? Couple of things. What did you pick up? Folded piece of paper. Looks complicated. Japanese call it origami. Can I take a look? Sure. Hmm. Paper crane. There's a legend about them. You fold 1,000 of these and you get a wish. Hey, don't break it. I'm not. I'm unfolding it. It looks like a waybill or a flyer. What? Wir bauen ein besseres Kalifornien. Wir kaufen noch heute ihr altes Haus. Rufen Sie an. Leland Monroe, Elysian Fields. Leland Palmer. For Elysian Fields Developments. Jetzt hätte ich fast Twin Peaks gespoilert. Ganz ruhig, das darf man nicht. Twin Peaks ist übrigens eine geile Serie. Elysian Fields. Hatten wir das nicht letztes Mal schon? Ich glaube schon. Oh, I see you already have one. Heute halt es aus. Tja. When did the flyer arrive in your mailbox? They've been arriving for weeks. This one was in the mailbox when I got home from work yesterday afternoon. Okay. Wenn du von Story weiterkommst, schreibe ich mal kurz nichts. Danke. Ja, wie gesagt, es ist halt natürlich, Livestream und so schreiben ist cool. Aber ich glaube, LNOA plus Livestream ist halt doch nicht so eine gute Kombi, weil ich dann immer viel zu wenig auf das Spiel, weil man im Spiel muss man halt aufpassen. Wenn ich es privat gespielt hätte, hätte ich bestimmt mehr Fälle verstanden und wäre weniger verzweifelt gewesen. Man muss halt auch aufpassen hier und ich muss, keine Ahnung, ich lasse mich nicht mal ablenken hier und ist bei LNOA, wenn es so dafür grau ist, ist wahrscheinlich einfach nicht so. Hä, hatte das letzte nicht auch Elysian Fields? Das war einfach ein Achievement irgendwie so heißt, aber was ich nicht bekommen habe. Wilshire. Messages, please.
Meine, so eine Strähne hängen mir immer runter, das ist nervig. How can I help, Detective? Commander? Was dir was helfen würde? Evidence! Commander, we have a line of inquiry. You have something, you bring it to me. You're hanging by a thread, Phelps. Do you understand? Boah, mein Auge! Yes, sir. Good. Ich greife das die ganze Zeit komisch zu. In unbewusst, glaube ich. Ah, ich weiß nicht warum. Makes sense, it's a dead end. Tja, dann würde ich jetzt einmal zu Legion gehen. So, ich lasse jetzt übrigens nur noch den, Illusion Field. Wir fahren jetzt einfach hin. Ich lasse jetzt nur die Kollegen fahren. Ich gehe nämlich schneller. We are not going to. Yes, we are. You just won't let this go, will you, Cole? You know they're involved somehow. You expect me to turn my back on it? You're a big boy. I expect you to know which battles are worth throwing my pension away for. Sagen, bitte skippen, danke. Das ist echt klug, weil dann werden die Texte auch mal, was die so erzählen. Dann kann ich das halt viel besser lesen und ich weiß dann auch, wie lange, ne? Ich hätte mehr mit den Kollegen fahren sollen, aber das mache ich ab jetzt einfach immer bis zum Ende des Spiels. Wie wär's? Das wäre ganz nett, weil ich habe ja schon gesagt, die Open World in dem Spiel ist halt auch relativ Müll. Weil die nicht gut genutzt ist und weil das auch immer zwischen den Sachen hin und her fahren auch ein bisschen nervig ist. Aber wenn man es halt überspringen kann, dann geht es ja eigentlich. Dann fällt es ja mit der Open World gar nicht so auf, dass die eigentlich scheiße ist. Detectives Phelps und Biggs, LAPD, to see Leland Monroe. Do you have an appointment? We're the police, lady. We don't need an appointment. Can I tell him what it's about? It's an official investigation. Ich habe zu sagen, ey, Phelps, LAPD. Achso, hat er schon gesagt, okay. And that's our cue. Thanks, ma'am. Gentlemen. I wonder how many would like to speak to Mr. Monroe. I'm afraid it's impossible. Mr. Monroe's schedule is booked weeks in advance. Cut to the chase, sister. Is he in? I'm not at liberty to reveal that, officer. So he hired you for your intelligence? I find that offensive. You have every right to. This is getting us nowhere, miss. Cancino. Would you like us to return with a warrant? That won't be necessary, gentlemen. Come into my office. Ja, wenn du Death Note geguckt hast, Film Talk auf meinem Kanal, XD. Sure, I'll have a scotch. Biggs. Ich bin mal überlegen, ne? Wenn ich ihn gucke, vielleicht können wir das halt wirklich machen. Einfach mal. Whoopala. Ich hab mein Handy mit meinem Arm gerade angemacht. Dass wir vielleicht einfach mal uns zusammensetzen und einfach mal ein paar Minütchen einfach drüber reden, was uns so einfällt, mit uns drüber aufregen. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll, mit Facecam oder irgendwann im Hintergrund laufen lassen, ein Porno laufen lassen im Hintergrund. Ah, so. Wieder kurz konzentrieren. Fields and Suburban Redevelopment Fund Flyers keep turning up in the vicinity of the fires. They're turning up all over town, boys. You imagine the current demand for housing. So that's your explanation, Mr. Monroe? Coincidence? Explanation? Why, what's to explain? I advertise on radio and billboards for buyers, and I advertise for sellers using waybill. Ich mach mal Intuition. Kommen nur die Fragen, ist halt immer besser. Ja, okay, hätte ich auch gemacht, aber gut. A family burnt out in their home. Another house burned to the ground. Another Elysian Fields flyer. Our information is that they didn't want to sell. Are you saying that's something to do with me? Is that your point? Oh, it is. Every time we find a family barbecue, we find one of your flyers. Is that good advertising? What do you know about a competition for families to win free vacations to Catalina Island?
My company runs many promotions. I'm not familiar with that one. Two families are dead, Mr. Monroe. This isn't a question of criminal liability. We're looking at conspiracy to commit murder. Do you know who you're talking to, son? You want to use incendiary language like that with me? I suggest you should leave immediately. You've made offers to buy houses in areas where fires have been recorded. Are you suggesting that I'm burning people out of their homes so that I can sell them new ones? What happens to your plans if a family like the Morellis refuses to sell? We work around them. Business finds a way. That's the American way. So wieder Intuition, oder? Nutze ich jetzt einfach nochmal Intuition. Come on, Mr. Monroe. Okay. Expect me to believe that you would build a new development with one of those old piles. Der Typ, ich kenne ihn, der gerade das Vorspiel. Der kam mir auch gerade voll bekannt vor. Those who choose to stand in defiance are usually confined to the waste basket of history. Ich habe mal was gelesen, dass hier irgendein ein bekannter Schauspieler, glaube ich, weiß. Most people see sets. The arsonists. Do you have any suspects? We aren't at liberty to say. I didn't think. Hier zum Beispiel in Fringe. Habe ich nie gesehen. Suppose it could be any of them. I have a list of their names if it'd be of any help. That would be very helpful, Mr. Monroe. Glad to hear it. I'm always happy to help the LAPD. My secretary will provide you with that list. Did you know that I'm on the board of the police pension fund? Glad to be of help, officers. Dim, dim, dim. Wo hat's gerade dim, dim, dim gemacht? What's the story? Ach, da. Any of these names ring a bell? Leon Pedrov. Ja, der ist doch. Der ist doch, ey, das ist doch ein cooler Typ. Eigentlich keiner. Herbert Chapman is on this list. Wer war das? We need to know where we're at with Chapman. Wer ist Chapman? Madame, kann ich mal kurz Ihr Telefon benutzen? Oh. Hallöchen. Einfach so ein scheiß Telefon, was ich benutzen kann. Geil. Operator, message for KGPL. Ah, can I help, Detective? Ach nee, falsch. Cole Phelps, Badge 1247. Such mal ein Bild oder so. Vielleicht kannst du das hier einfach einen Link posten, falls du das auch darfst und der Nightbot dich da nicht tötet. Wer war denn das nochmal? Der Herbert. Not your fault. Can you give me a last known address and put out an APB on the guy? I'll get back to you, Detective. APB will go out over KGPL shortly. Thanks, ma'am. Revisiere, lösen Anfangsfälle, die keinen Sinn ergeben. Plot Twist, alles führt auf den Doc zurück. Das Spoiler hätte ich wahrscheinlich eh nicht geguckt, die Serie. Also zumindest nicht in naher Zukunft. Und weißt du, es ist geil, wenn mich Leute halt immer spoilern bei irgendwelchen Filmen und Serien. Natürlich nicht geil, aber in den meisten Fällen vergesse ich es eh wieder, bis ich die Serie oder den Film gucke. Deswegen ist dann gar nicht so schlimm. Trotzdem nicht spoilern irgendwas, danke. dass ich häufig einfach mal vergesse dann. Den Spoilern dann so, wenn ich die Serie dann gesehen habe und der Moment kam so, oh. Stimmt, irgendwas wurde da mal gesagt. Multiversen, oh shit. Das ist so komplex für mich. So, ich muss, Rancho Escondido. So, war noch ein Brand. Ups. Gar nicht mitbekommen. Wir sagen, der fährt nämlich, der Kollege. Nicht ich. Ich fahre nie wieder in dieser Scheißstadt. Ich liebe LA. Aber ich fahre nicht wieder in dieser Scheißstadt. Wenn du Plot bist mit abgefuckten Multiversen, absolut Unverständnis, wer es anguckt, Twin Peaks. Also, was war das denn gerade? Ich bin gerade aus meinem Auto rausgestiegen, hab das gesehen, ich bin weggerannt. Was war das denn? So, haben wir wieder Leichen dabei. Now step back
or I'll lock you up for a play. Alter, das war viel Blut. Unruhen auflösen. Lol. Wer? Hä? Warum klappst du nicht? Warum? Das ist doch. Den Typen kenne ich doch. Warum verprügelt er mich? Jo, jetzt geht's aber ab hier, ey. Alter, Sack erstmal verprügeln. Was sind das für Leute? Warum muss ich Leute verprügeln? Was ist hier los? Warum? Sagt, irgendwie kam mir der halt auch bekannt vor. Warum muss ich hier Leute verprügeln? Vor allem den Typen da, den rechts, den kenne ich. Ist das nicht hier Matthew Ryan gewesen? Das ist Matthew Ryan gewesen, oder nicht? Ich hasse dieses Spiel. Einfach erstmal Leute verprügeln, weißt du? Vor allem ist es halt einfach dieses Grundspiel von dem Typen und einfach mal ein paar Leute verprügeln. Ich bezweifle, dass sie alle gewohnt haben. Und wenn doch, warum greift dann plötzlich jeder an, nur weil einer angreift? Als ob, wenn jetzt mein Haus niedergebrannt wäre, mein Vater jetzt anfangen würde, Leute zu verkloppen, dann würde ich nicht einfach aus Solidarität mitmachen. Dann würde ich mir denken, tschüss, und ein paar Schritte nach hinten gehen. Naja. Whatever. Ups, ist kein Link. Der alte spielt auch in Herr der Ringe mit. Welchen denn oder wen? Meine Herr der Ringe habe ich schon mal gesehen.